Herzlich willkommen bei diesem Video. Heute lohnt es sich ganz besonders, dass du eingeschaltet hast. Warum ist das so? Weil wir 5000 Euro verschenken an euch, und zwar in Form von Angel Juicern unter Menschen, die bei uns gleich ein ganz neues Produkt testen werden. Und zwar, warum ich das mache, weil ich euch einfach danken möchte. Ja, ich bin mittlerweile der Einzige, oder immer noch der Einzige in Deutschland, der das bisher seiner Community so zurückgegeben hat. Ich habe mittlerweile schon über 10 Angel Juicer an euch verschenkt, das heißt einen Wert von über 13.000 Euro an euch und Mixer und alles Mögliche an euch zurückgegeben. Und warum mache ich das? Weil ich euch Danke sagen muss. Ich muss euch wirklich Danke sagen an diejenigen, die jedes Mal einschalten, das Video bis zum Ende schauen. Denn wirklich bis zum Ende ist immer ganz, ganz wichtig für die Watchtime von YouTube. Auch wenn du nicht mehr guckst, legst Handy einfach weg, guckst zu Ende. Die liken, kommentieren und vor allen Dingen auch mich auf purazell.de unterstützen. Das ist meine einzige Einnahmequelle. Ich will auch keine Spenden von euch oder sonst was, sondern einfach nur Purazell ist die deutlich seriösere Variante, weil dann bekommt ihr noch was für eure Spende, Anführungsstrichen, an mich, ja. So, und was müsst ihr dafür tun? Also, wir haben neue Produkte rausgebracht. Die gibt es in Deutschland und wahrscheinlich vielleicht sogar auf der Welt so noch gar nicht. Wir haben hier gekeimte Rohkostsaaten, ja, eine Smoothie Bowl. Und da sind noch ganz viele Bio-Zutaten drin, das heißt nur natürliche Süße aus Datteln, ja, und noch anderen Fruchtpulvern. Und das hier, eine Beerenvariante, wir haben hier Mango, ja, wir haben hier ein Grünzeug halt was, wir haben noch mit Schoko und eine fünfte, ja. So, wir haben ein Fünfer-Bundle zusammengestellt, ein Probierpaket für euch quasi. Wir möchten unbedingt, dass ihr wirklich an diesem Produkt mal partizipiert, weil wir denken, es ist wirklich ein wahnsinnig gutes Produkt, was es so überhaupt in dem Standard quasi noch gar nicht gibt, ja, in Deutschland vielleicht sogar auf der Welt nicht, ja. Von daher an, das Fünferpaket bestellen und dann nehmt ihr automatisch teil, ja, so an dem Probierpaket. Also wir haben euch einen Rabatt gegeben auf dieses Fünferpaket, ja, so, und jetzt gebe ich euch nochmal einen Rabatt, wirklich nochmal 10%, Bowl 10, damit ihr dann wirklich auch den absoluten Megatiefpreis einfach habt für dieses Probierpaket der 5 Stück. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, ich möchte euch am liebsten eine Geld-Zurück-Garantie geben, weil es einfach mega ist vom Geschmack und ich möchte sehr gerne, dass ihr daran partizipiert, weil es kann wirklich euer Frühstück quasi gesund und lecker einfach machen, ja. Und das ist für mich einfach ganz, ganz wichtig, beides immer zu kombinieren halt, ja. Und deshalb möchte ich einfach, dass Menschen das davon erfahren halt, ja. Also, von jetzt bis eine Woche, das heißt bis zum 18., alle, die dieses Fünferbundle bestellen, ganz wichtig, dieses Fünferbundle, nehmen automatisch dran teil, dass du einen Angel Juicer einen Wert von über 1200 Euro gewinnst. Du musst nicht unbedingt, ganz wichtig, wenn du schon einen hast, dann kannst du halt noch einen gewinnen und kannst den anderen halt verkaufen oder wie auch immer halt, ja. Die sind halt immer sehr, sehr wertvoll, ja, und halten eigentlich auch ein Leben lang. Ich habe meinen schon fast 6 Jahre, ja. So, der Angel Juicer ist meines Erachtens der beste Entsafter, den es überhaupt auf der Welt immer noch gibt, ja, mit der höchsten Saftausbeute, völlig aus Edelstahl und so weiter und so fort. Wirklich ein ganz hochwertiges Produkt. 4 Stück gibt es von uns daran zu bestellen. Bekannt gegeben wird das Ganze auf Instagram. Folgt uns sehr gerne auf Instagram, Purazell und auch auf Rohvegan am Limit. In der Woche, vom 18. ungefähr bis zum 24., 25., je nachdem, werden wir den Gewinner auf Instagram bekannt geben. Ganz wichtig, ihr müsst nicht unbedingt Instagram die App installiert haben. Ihr könnt auch einfach so auf die Homepage gehen, aber da sage ich gleich nochmal am Ende was des Videos nochmal was dazu oder im Laufe des Videos, was noch wichtig ist fürs Gewinnspiel. Jetzt geht's aber los mit dem Video, was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, wann man seine Supplements am besten nehmen sollte. So, nun mal zum Thema. Viele Menschen nehmen Nahrungsergänzungsmittel ein, wissen aber nicht den perfekten Zeitpunkt, denn viele Nahrungsergänzungsmittel gelten als Antioxidantien. Selbst unser Schilddrüsenprodukt, wo alle wichtigen Inhaltsstoffe drin sind, sind bezogen auf die Schilddrüse, ja, wie Tyrosin, Jod, Eisen, Selen, Kupfer, Vitamin A und so weiter. Selbst das Selen gilt als Antioxidant. Dann Vitamin C auch. Zink hat diese Eigenschaften, ja, so, wichtig auch Glutathion. Alpha-Liponsäure, Q10, ja, und so weiter. Die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, OPC, ja, Astaxanthin, EGCG, also Grünteeextrakt und so weiter und so fort. Alle Antioxidantien. Das Entscheidende ist jetzt das. Wann nehmen wir diese Antioxidantien am besten ein, um den besten Effekt zu erzielen und eventuell sogar in Synergie zu treten mit unserem Körper, der auch Antioxidantien herstellt. Unser Körper stellt zum Beispiel auch selbst Glutathion her. Es ist meistens herabgesetzt bei den Menschen durch Expositionen von Umweltgiften, Pestiziden, Mikroplastik, Schwermetalle, allgemeiner Stress, ja, so und so weiter und so fort. Unser Körper stellt Antioxidantien her. Q10 auch noch, Alpha-Liponsäure auch noch, ja. Es gibt verschiedene, NADH, es gibt verschiedene Antioxidantien bei uns im Körper, Superoxidismutase, Katalase. Und das Wichtige ist das, dass wir unserem Körper nicht dazu verleiten, wenn wir viele Antioxidantien zuführen, die eigene Produktion nach unten zu schrauben. Und es gibt einen ganz bestimmten Trick,
wie man dem entkommen kann. Und den zeige ich euch jetzt. Ich möchte euch zeigen, wie wichtig es ist, Sport zu treiben. Viele Menschen werden sagen, ja, ich ernähre mich schon gesund und wie auch immer halt. Und ich sage euch wirklich, es ist essentiell. Man muss nicht den Sport machen, den viele sagen, stundenlang joggen gehen oder irgendwelche Fitnesskurse machen oder wie auch immer halt. Man kann sehr leicht zu Hause, völlig kostenlos, den Effekt herbeiführen, der wichtig ist, um die körpereigenen Antioxidantien auf ein Maximum zu bringen. Und zwar, am besten ist es, wenn ihr Sport macht, morgens. Ganz wichtig, am besten so nach 8 Uhr, zwischen 8 und 10 Uhr. Denn da ist der Blutzucker am höchsten. Denn circa um 8 Uhr morgens stellt die Leber dir extra Zucker zur Verfügung, damit du Energie hast für den Tag. Viele Menschen schlafen da noch. Ist nicht ganz so optimal, denn der zirkadiane Rhythmus auch, ja. Schlaf-Wach-Rhythmus, ja, vor allen Dingen auch, wenn es, man sollte am besten schlafen gehen, wenn es so langsam dunkel wird und so weiter und aufstehen, wenn die Sonne aufgeht und solche Sachen halt, ja. Da ist definitiv etwas dran. Da gibt es auch Studien dazu, dass der Schlaf zum Beispiel auch vor 12 Uhr deutlich erholsamer ist. Die Stunden vor 12 Uhr bekommst du nie wieder, auch wenn du nach hinten einfach verlängerst, ja. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, morgens diesen Blutzucker musst du am besten, den du bekommst von der Leber, sofort verbrennen. Wie machst du das? Man kann sehr leicht morgens ein High-Intensity-Intervalltraining machen. Es gibt verschiedene Apps, die man da nutzen kann. Einfach seinen Puls 10 Minuten lang, nur 10 Minuten, das reicht, morgens 10 Minuten ganz hoch bringen, auf Puls 170, 180, je nachdem, bitte jetzt nicht sofort, wie auch immer, noch nie gemacht, 180 Puls, sehr langsam steigern halt. Irgendwann kommt man bis auf 180, das ist schon sehr, sehr stabil, sag ich mal, wenn man mal eine Spitze von 180 erreicht. Und dann passiert Folgendes. Der Körper kommt in eine Stresssituation. So, und das ist gewollt. Ich zum Beispiel gehe morgens laufen. 10 Minuten, das sind circa 2 Kilometer, ja, die ich laufen gehe. Und danach komme ich nach Hause und gehe kalt duschen. Man kann auch einfach zu Hause ein bisschen Sit-Ups machen, Liegestütze, wie auch immer. Ein 10-Minuten-Programm, mehr müsst ihr nicht tun. Muss auch gar nicht jeden Tag sein. Aber das Wichtige ist das, Folgendes. Wenn du in diese Form von High-Intensity-Intervall-Training reingehst, dann muss dein Körper in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie dir zur Verfügung stellen. Und wie macht er das? Er wird natürlich die Mitochondrien, die Kraftwerke deiner Zelle, in Anspruch nehmen. Jedes Mal, wenn du Energie generierst bei dir im Körper und aus normalen Energiesubstraten, Fett, Kohlenhydrate, Energie gewinnen möchtest, muss ATP hergestellt werden. Ich zeige euch hier nochmal einen ganz kurzen Rückblick von dem Video, das empfehle ich euch dringend anzuschauen, zu NADH, warum das so entscheidend ist und warum ihr jetzt verstehen werdet, dass bei dem Prozess, wenn du Energie generierst, Radikale bei dir im Körper entstehen. Und das ist gar nicht so schlimm. Folgendes, erstmal den kurzen Abschnitt nochmal. Elektronen der Membran entlang, das ist übrigens hier die Atmungskette, das habe ich aber nicht mit reingenommen. Hier gibt es verschiedene Enzymkomplexe, 1 bis 4, das würde jetzt hier zu weit führen, ja? So, und die wandern dann zum Sauerstoff. Und das ist der Sauerstoff, den du einatmest. Dieser Sauerstoff hier, das ist der, den du einatmest. Und dieser kann ohne NADH nicht. Und jetzt kommt das ganz, ganz Spannende. Wenn dieser Sauerstoff hier, das O2, das ist elementarer Sauerstoff, zwei Sauerstoffatome tun sich immer zusammen. Das nennt man das O2. Ja? Das ist energetisch günstiger, würde aber auch zu weit führen. Wenn der jetzt Elektronen bekommt, dann trennt der sich, dann sagt er, wow, ja, dann streiten die sich, müsst ihr euch das so vorstellen, das O und O streiten sich, die gehen auseinander, die sagen, wer kriegt jetzt die Schokolade, hier diese Elektronen, ja, so müsst ihr das vorstellen. Und danach sind die auseinander und wir sehen mal, NADH, das hat noch zwei Wasserstoffe hier über, ja, hier das freie Elektron übrigens, hier die zwei Wasserstoffe. Und diese wandern quasi zu den einzelnen Sauerstoffen, die ja jetzt getrennt worden sind durch die Elektronen. Dann entsteht H2O. Denn wir haben hier H, ne, Wasserstoff, und wir haben hier Sauerstoff. Und H und, also Sauerstoff und Wasserstoff, unter bestimmter Energie, die hier zugeführt wird, entsteht H2O. Und das ist das Wasser, was du täglich in deinem Körper produzierst. Wir reden hier von circa einem halben Liter, den du täglich produzierst für dich selbst. Das ist das hier. Und das ist der Sauerstoff, den du einatmest. Und das ist das NADH, was dein Körper selbst herstellt. Okay? Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges, weil der gerne was abgibt und der gerne was aufnimmt, das Ganze bergab läuft, ist dieser rote Energiebetrag frei wieder. Das ist das gleiche Prinzip wie hier, Konzentrationsgefälle. Ja? Wenn der etwas gerne macht und der etwas gerne aufnimmt, haben wir hier wieder einen Konzentrationsgradienten. Diese Energie, die hier frei wird dabei, ja, weil es ja gerne getan wird, ist diese Energie für die Protonenpumpen. Also jetzt ganz wichtig,
das Wasser, was hier entsteht, das passiert nicht immer perfekt. Denn es kann sein, dass sich eventuell Wasserstoff und Sauerstoff nicht richtig treffen. Und wenn die sich nicht richtig treffen, dann bleibt der Sauerstoff unglücklich mit einem ungepaarten Elektron. Und dann entstehen Radikale bei uns jedes Mal in der Atmungskette, wenn du Energie generierst. Und wenn du das morgens sehr stark triggerst, dann passiert Folgendes, dann entstehen sehr, sehr viele Radikale plötzlich, weil der Körper in einer Art Stresssituation ist. Und das ist gut. Unser Körper ist nicht perfekt. Es entstehen Radikale, wenn unser Körper Energie generieren möchte. Deshalb hat unser Körper eine Funktion entwickelt, wie er das puffert. Und zwar, indem er Glutathion selbst herstellt, indem er Alpha-Liponsäure, NADH, Superoxidismutase, die ganzen körpereigenen Antioxidantien hochfährt plötzlich. Und das ist ganz entscheidend, dass ihr vor dem Sport keine Antioxidantien nehmen solltet. Denn wenn ihr das tut, dann puffert ihr euren Körper, dass er selbst Antioxidantien herstellt. Von daher an ist es ganz wichtig, bei einer Sportaktivität, am besten morgens nüchtern, dass ihr euren Körper völlig nüchtern damit alleine lasst, jetzt mit diesen Radikalen umzugehen, damit er sehr viele körpereigene Antioxidantien produziert. Und jetzt habt ihr einen hohen Spiegel von körpereigenen Antioxidantien, ja? So. Und was macht ihr jetzt? Ihr lasst diesen Körper erstmal damit alleine. So. Und danach esst ihr was und so weiter und so fort, ja? Und dann, einige Stunden danach, wenn der Peak erreicht ist von körpereigenen Antioxidantien, dann konsumiert ihr erst eure Antioxidantien, ja, das heißt eure Supplements. Dann kommt nämlich nicht nur der Peak hier von deinen körpereigenen Antioxidantien, sondern dann kommt der Peak nochmal on top von den Antioxidantien, die ihr supplementiert. Und das ist ein mega Trick. Denn wenn ihr euch zuvor, jetzt sagen wir mal, bevor dem Sport Antioxidantien zu euch führt, dann geht der Wert schon automatisch hoch. Während des Sports bleibt er relativ konstant, weil ihr schon vorher welche zugeführt habt. Der Körper lehnt sich zurück. Das wollen wir nicht. Wir müssen den Körper immer zwingen. Deshalb auch kalt duschen nach ist auch sehr, sehr vorteilhaft, weil es auch nochmal eine Stresssituation ist für den Körper. Deshalb ist es immer sehr, sehr gut, den Körper dahin zu bringen, wo er auf keinen Fall möchte, halt in dem Sinne, ja. Immer Dinge zu tun, wo, die anstrengend sind für den Körper. Nur dadurch wird der Körper stärker. Nur das ist das Ziel halt. Ist das gleiche beim Muskeltraining halt. Wenn du nur was machst, was dich ständig entlastet, immer leichter wird, wirst du niemals Muskeln aufbauen. Genau das gleiche ist das. Du wirst so nicht stärker halt, ja. Man muss den Körper immer an eine Grenze führen, wo er sich anpassen muss. Und das müssen wir ständig tun in unserer Umgebung. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Es ist nicht unbedingt, wenn ihr nur Sport macht oder sowas halt, sondern ebenfalls, wenn ihr eine gewisse Zeit halt, ja, fastet, keine Nahrungsergänzungsmittel, wie auch immer, keine Nahrung zu euch führt, deshalb empfehle ich auch immer, ein Intervallfasten zu machen, kommt der Körper auch irgendwann in die Situation, wo er von außen nicht mehr genügend Antioxidantien oder sowas bekommt, über die Nahrung oder wie auch immer halt, und muss dann dementsprechend auch seine Zufuhr hochsetzen, ja? So, von daher ist es auch sehr vorteilhaft, wenn ihr nicht direkt morgens eure Supplements oder was nehmt, sondern versucht erst, wenn ihr das erste Mal was esst oder sowas, die Antioxidantien zu nehmen, denn dann hat der Körper noch mehr Zeit, dass er eigene produzieren muss, ja? Das heißt, immer ganz, ganz wichtig, den Körper dahin führen, sich selbst erstmal triggern zu lassen, dass er selbst welche produziert und dann das zuzuführen, dann kommt nämlich der Wert on top nochmal, ja? Das ist ein ganz, ganz großer Tipp von mir. Ich hoffe, der bringt euch was für eure Zukunft. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Gewinnspiel. Also auf Instagram ist immer sehr, sehr wichtig, dass ihr uns dort abonniert. Da kriegt ihr auch viele Informationen und Gewinnspiele und so weiter. Und wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt abonniert haben auf Instagram, selbst wenn ihr euch total technikfern seid oder wie auch immer. Ihr müsst einfach auf Instagram.com gehen und da kann man dann trotzdem, ist ja öffentlich eigentlich zugänglich, ja, dann kann man ja trotzdem das Profil sich anschauen, ja, denn die Profile sind öffentlich und dann kann man trotzdem sehen, in den Stories, die da passieren, ob man dann gewonnen hat oder einfach nicht. Und dann bekommt ihr dann halt quasi einfach das Paket dann auch zugesendet von uns, ja? So, das war's. Liken und Teilen nicht vergessen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mehr Mehrwert bieten mit diesem Video. Wenn ja, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und viel Glück beim Gewinnspiel. Viel Glück für den Angel Juicer. Ich wünsche dir wirklich, dass du gewinnst. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ciao.